Nächste Frage hat der Reitschuster. Manchmal kommt man sich vor wie bei kognitiver Dissonanz. Die aktuellen Zahlen der politisch motivierten Kriminalität zeigen, dass es viel mehr linke Gewaltkriminalität gibt, Linksextreme als Rechtsextreme. Die ist sehr viel stärker gestiegen und dennoch war hier im Wesentlichen von rechtsextremer Gewalt die Rede bei Herrn Seehofer. Und zuerst hatte schon ein Kollege gefragt nach der linksextremen Gewalt und da war in der Antwort dann auch wieder sehr viel von Rechtsextremismus die Rede. Schauen Sie sich das an. Nader Mohammed, Berliner Kriminalitätszeitung. Herr Seehofer, Sie haben gerade den Linksextremismus als ganz zunehmende Bedrohung unserer Demokratie bezeichnet. Sehen Sie einen Handlungsbedarf bei der Bekämpfung des Linksextremismus? Also dieses Jahr am Tag der Arbeit gab es ungeheure Auseinandersetzungen, gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den linken Gruppen. Wie haben Sie das erlebt? Ja. Ich rede ja nicht erst seit heute über die Bedrohungslage in der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe immer betont bei jeder Konferenz hier in diesem Saale, wir haben die höchste Bedrohungslage im Rechtsextremismus. Dort gibt es über 10 Jahre hinweg die hässlichste Blutspur. Wir müssen ja beginnen bei NSU, dann der Amoklauf in München ist eindeutig, wo ich noch MP in München war, eindeutig mittlerweile rechtsextremistisch eingestuft, und dann Hanau, Halle und Lemke und viele andere Dinge auch. Und trotzdem habe ich immer gesagt, wir sind nicht auf einem Auge blind. Ich weise auf den Islamismus hin. Ich weise auf den Linksextremismus hin, auch mit der veränderten Taktik, die offensichtlich dort um sich gegriffen hat. Ich weise auch auf diejenigen hin, die sich in verschiedenen Gruppierungen finden und einfach unser System rundweg ablehnen und ableugnen. Und deshalb haben wir insgesamt, was die politisch motivierte Kriminalität angeht, eine hohe Bedrohungslage. Ich gehöre wirklich nicht zu den Leuten, die etwas dramatisieren, wenn es dafür nicht Anlass gibt. Die Zahlen sprechen ja im Übrigen auch eine beredte Sprache. Nun ist es aber nicht so, dass wir jetzt einfach Zahlen hier präsentieren, sondern wir haben in der Koalition ein Bündel von Maßnahmen beschlossen und in Kraft gesetzt. Das reicht von organisatorischen Änderungen unserer Sicherheitsbehörden, wo zum Beispiel der Kampf gegen den Rechtsextremismus ähnlich professionell mittlerweile aufgebaut ist, wie es in den letzten Jahren beim Islamismus notwendig war. Wir haben Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt mit viel, viel zusätzlichem Personal für diese Zwecke ausgestattet. Wir haben verschiedene andere Organisationsänderungen durchgeführt. Wir haben die Befugnisse erweitert für die Sicherheitsbehörden. Ich kann Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass in dieser Woche das Bundesverfassungsschutzgesetz jetzt noch gelesen wird im Bundestag. Und zwar auch mit der Form einer Quellen-TKÜ und vielen anderen Möglichkeiten. Und das tun wir nicht, weil wir jetzt Staatssicherheit wollen, sondern wir wollen diese freiheitliche Demokratie schützen. Und dazu brauchen wir starke Sicherheitsbehörden. Und wir werden auch in dieser Woche abschließend im Bundestag, auch daran durfte man fast schon nicht mehr glauben, aber offensichtlich haben die beiden Fraktionsvorsitzenden hier jetzt ein Machtwort gesprochen, die Novelle des Bundespolizeigesetzes beraten können. Und in der nächsten Woche werden wir etwas im Kabinett behandeln, was einen langen Vorlauf hatte, im Kabinettsausschuss Rechtsextremismus und Rassismus. Auch da glaubte ich nicht mehr, dass wir im Kabinett und damit auch im Parlament landen. Aber wir haben uns jetzt verständigt in der Koalition mit sehr, sehr wirksamen Vorschlägen, vor allem in der Bewusstseinsbildung und in der Prävention. Und
Da ist beinhaltet die Ersetzung des Begriffs Rasse im Grundgesetz, weil wir zum Ausdruck bringen wollen, dass man Menschen nicht in Rassen einteilt. Und es ist beinhaltet 13 Eckpunkte zur Förderung einer wehrhaften Demokratie. Auch das wird seine Wirkung in der Praxis entfalten. Es geht ja nicht nur um Paragraphen in der Repression, sondern es geht auch um Prävention, es geht auch um Bewusstseinsbildung. Also Bewusstseinsbildung durch eine Änderung des Grundgesetzes. Änderungen des Rechts tragen ja auch zur Bewusstseinsbildung bei, eben durch die Ersetzung des Begriffs Rasse. Dies alles ist ein Riesenbündel, und der schönste Erfolg der letzten 3,5 Jahre ist, dass wir diese Dinge einvernehmlich mit den Bundesländern regeln und gemacht haben. Also wir haben hier keinen Konflikt vom Grundsatz her. Da gibt es manchmal über manche Ausgestaltungen der Diskussion, aber wie wichtig oder wie die Bedrohungslage aussieht, stimmen wir überein, und auch was zur Bekämpfung dieser Bedrohungslage notwendig ist. Also ich bin da sehr, sehr zufrieden, so sehr mich diese Zahlen des letzten Jahres in der politischen Kriminalität betrügen. Zusatz bitte, dann Frau Reber. Herr Seehofer hat gerade von zusätzlichen Stellen gesprochen. Gab es auch zusätzliche Stellen bei der Bekämpfung des Linksextremismus in Ihrer Behörde oder in anderen Bundessicherheitsbehörden? Ja, wir kriegen vom Haushaltsausschuss mit Unterstützung des Finanzministers immer sehr viele Stellen. Ich schmunzle immer, wenn ich lese, wie sich jetzt der öffentliche Dienst wieder mit zusätzlichen Stellen ausstattet. Aber jedenfalls in meinem Bereich kann ich Ihnen sagen, liegt da der Schwerpunkt bei der Sicherheit. Und natürlich obliegt es dann Herrn Mönch und Herrn Haldenwang zu entscheiden, für welche Organisation sie sorgen. Das besprechen sie zwar mit uns, aber sie sind da weitgehend frei, das so zu organisieren, dass es stimmt, auch die Zusammenarbeit mit den Ländern. Und deshalb kann die Frage vielleicht auf die Stelle genau der Herr Mönch beantworten. Ja, ich kann Ihnen das so beantworten, dass wir natürlich in der Organisation darauf achten, dass wir auch flexibel bei veränderten Lagen mit dem Personal umgehen und mit den Ressourcen umgehen. Ein Ermittler kann ja nicht nur links oder rechts, sondern ein Ermittler kann ermitteln und ein Auswerter kann auswerten. Deshalb haben wir in der Organisationsanpassung, als wir die Staatsschutzabteilung jetzt neu aufgebaut haben, das so gemacht, dass wir Ermittlungsgruppen haben, die wir natürlich rechts wie links einsetzen können. Natürlich gibt es momentan einen klaren Fokus auf den Bereich rechts, weil da haben sie auch eine klare Blutspur durch die Republik, und deshalb haben wir da auch einen klaren Fokus. Wir haben aber auch eine Internetgruppe. Wir werden das Thema, und da können Sie auch wieder links und rechts, je nach Thema angehen, und wir werden auch das Thema Hasskriminalität nicht phänomenologisch organisieren, sondern diesen Prozess Hass im Netz und die Ausleitungen, die wir als BKA bekommen, die bearbeiten wir, egal ob sie von rechts oder links kommen. Aber, das muss man ganz klar sagen, die Mehrzahl kommt von rechts. Aber wir werden nicht alles andere nicht bearbeiten, sondern mit der gleichen Intensität. So, und jetzt nicht wundern, dass ich ganz anders stehe. Das liegt an dem Wind. Ich habe die Kamera in Sicherheit gebracht und auch an der Sonne, weil die so stark hier ist, dass sie mich blendet. Und ich habe dann nochmal nachgehakt bei Herrn Seehofer. Reitschuster, dann Frau Gauter. Reitschuster von reitschuster.de. Herr Seehofer, Sie haben gerade auf die Frage nach dem Linksextremismus, vor allem mit Rechtsextremismus, geantwortet. Herr Münch hat gesagt, Mehrzahl kommt von rechts. Wenn ich jetzt reinschaue, politisch motivierte Gewalttaten von links deutlich mehr, der Zuwachs 3,5-fach so hoch wie bei den rechtsextremen Gewalttaten. Haben Sie nicht Angst, dass dadurch, dass man immer ja gegen rechts die Gesetze auch so nennt, dass da links unter dem Radar etwas vorbeifliegt? Wie kommt es zu der Entwicklung und was kann man machen? Danke. Also die Gefahr, solange ich da bin, sehe ich überhaupt nicht. Sie sind ja immer so lange da. Bei mir gibt es nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und das habe ich ja deutlich gemacht. Ich habe die Zahlen auch genannt, auch diese besorgniserregenden Zuwächse. Und der größte Fehler wäre, der ist in der Geschichte der Deutschen mitunter immer wieder gemacht worden, sich jetzt aufgrund einer politischen Einstellung einer Richtung mehr zuzuwenden als der anderen Richtung. Das halte ich aber für brandgefährlich.
Hand aufs Herz, haben Sie den Eindruck, dass sich unsere derzeitige Bundesregierung dem Kampf gegen alle Richtungen politischen Extremismus gleichwertig widmet? Haben Sie den Eindruck, dass wir oft vom Kampf gegen links sprechen und davon, wie groß die Gefahr von links ist? Vielleicht lebe ich in einer anderen Realität. Wir haben die Aufgabe, unsere Bevölkerung, unser freiheitliches System zu schützen. Und dazu gehören alle Facetten, die ich heute zum wiederholten Male hier vorgetragen habe. Und ich habe ja meine Zufriedenheit zum Ausdruck gebracht über das, was jetzt noch in der Endphase der Legislatur doch noch geschieht, weil ich nicht mehr daran geglaubt habe. Wir hatten ja alles erledigt in der Regierung. Wir haben im Oktober des letzten Jahres das Bundesverfassungsschutzgesetz, den Entwurf, beschlossen. Im Oktober. Und jetzt wird er zum ersten Mal gelesen. Und ich bin deshalb so glücklich, weil Gott sei Dank dieses Denken, das kommt jetzt mehr von einem rechten Politiker und das kommt mehr von einem linksorientierten Politiker, nicht stattgefunden hat. Das ist nämlich in der Extremismusbekämpfung das Gefährlichste. Weil ich politisch rechts stehe, es gibt ja demokratische Rechte, kann es nicht dazu führen, dass ich dort blind bin. Und das erwarte ich umgekehrt genauso. Und deshalb bin ich jetzt froh, dass wir dieses gesammelte Paket, das wir nach Lemke, Hanau und Halle mit den Ländern beschlossen haben, wo wir uns in der Regierung auch sehr, sehr einig waren, ohne jede Kontroverse, dass dieses Paket wohl nächste Woche am Mittwoch im Kabinett zum Abschluss gebracht wird. 89 Maßnahmen. Wann hat es das in der Geschichte der Republik schon mal gegeben gegen Rassismus und Rechtsextremismus? Und es gab noch keine Regierung, die den Fokus auf diese Felder politische Kriminalität, motivierte Kriminalität gesetzt hat wie diese. Zusatz. Haben Sie aber wieder vorwiegend mit Rechtsextremismus geantwortet und die Frage war ja auch noch, wie erklären Sie sich den massiven Anstieg linksextreme Gewalt? Danke. Ja, wir haben generelle Verrohungstendenzen, wir haben Polarisierungen in unserer Gesellschaft. Eine Demonstration von da löst eine Gegendemonstration von dort aus. Wir haben verschiedene Schwerpunkte, wenn ich an Leipzig denke, wenn ich an Hamburg denke, für den Linksextremismus. Und wir sind immer besorgt, wenn Großveranstaltungen stattfinden, weil dann all diese heterogenen Kräfte aufeinandertreffen. Und das ist nur mit massivster Polizeipräsenz zu bewerkstelligen. So, ich warte es jetzt ausreichend. Also ich weiß nicht, wie Sie Zweifeln haben können, dass wir links nicht so stark einschätzen oder so gefährlich einschätzen wie andere Bewegungen. Aber innerhalb der hohen Bedrohungslage ist ohne Zweifel der Rechtsextremismus nochmal von besonderer Bedeutung. Auch was den Antisemitismus angeht. Ja, Sie müssen doch anschauen, wo sind Tötungsdelikte, wo kommen Menschen ums Leben. Das muss man schon nicht nur die nackte Zahl betrachten, sondern was war die Wirkung dieses Tuns. Und da spreche ich von einer Blutspur in Deutschland. Und zwar einer kontinuierlichen, über viele Jahre hinweg. Die Gewaltaffinität, das haben wir auch mehrfach hier schon gesagt, ist bei den Linken, hat deutlich zugenommen. Das kann man überhaupt nicht bestreiten. Die Strategien sind verändert worden. Also mehr auf Einzelpersonen, auf kleine Gruppen bezogen und nicht mehr auf Massenveranstaltungen, obwohl sie dort auch vorkommt. Siehe den Gipfel da in Hamburg. Also, dass ich im Verdacht stehe, jedenfalls durch Ihren Beitrag, ich könnte das unterschätzen, das ist mitnichten der Fall. Frau Geuter. Ja, ganz bemerkenswert. Es gab dann auch einen richtigen Dialog. Er fragte mich ja, was kann man sonst noch sagen? Also er bemerkte, dass die Antwort für mich nicht befriedigend war und ich fand sie auch wieder ausweichend. Ich gebe Ihnen dahingehend recht mit dieser Blutspur. Da bin ich bei ihm. Also die rechten Straftaten waren hier von den Spitzen her waren sie brutaler, auch wenn mich heute wieder sehr gewundert hat, dass man hier wieder Hanau als rassistisch dargestellt hat. Und die Mutter hat der Attentäter ja auch umgebracht. Also das war ganz klar ein psychisch
Kranker. Und das halte ich für Instrumentalisierung von einer psychischen Krankheit, wie das Ganze hier verwendet wird. Aber ganz klar, eine passende Antwort darauf, warum wir nur den Kampf gegen rechts haben und keinen Kampf gegen den Links, gegen links gab es nicht. Herr Seehofer verwies dann immer darauf, haha, ja, solange ich hier da bin bei mir, ich schaue auch nach links. Das erinnerte mich an einen Torwart, der vielleicht 50 ist und sagt, ja, solange ich hier im Tor stehe, aber Herr Seehofer ist kein politischer Gigant mehr, er hat kaum noch Hausmacht, er mag da ehrlich sein, dass er das so möchte, aber er hat nur noch wenig zu entscheiden und es ist doch ganz klar, wie einseitig das Ganze ist. Und auch die Begründung, warum die linke Gewalt so stark zugenommen hat, die war für mich nicht befriedigend. Ich sehe sie ganz woanders. Ich sehe sie darin, dass Linke, auch Linksradikale vom Staat geradezu hofiert werden, dass die Antifa geradezu hofiert wird, dass die Antifa sich heute in vielem als politischer Arm der Regierung sehen kann, dass man mit denen in vielerlei Hinsicht schmust, dass es sogar einen Streit gibt, ob beim Kampf gegen rechts, ob die, die das machen, ob die sich überhaupt zum Grundgesetz bekennen müssen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Da sind viele bereit, im Kampf gegen rechts, wie sich das nennt, und wo auch viel bürgerliche Mitte erfasst ist, mit Linksradikalen zusammenzuarbeiten, die nicht mal ein Bekenntnis zum Grundgesetz abgeben. Und das wird auch nicht mal erwartet. Ja, wo sind wir denn da? Wie stark ist denn der Maßstab verletzt? Es ist immer nur von Rassismus und Rechtsextremismus die Rede. Völlig richtig, der muss bekämpft werden, absolut. Aber wo ist Linksextremismus? Und dass die Zahl der politischen Kriminalität insgesamt bei den Rechten höher ist, das liegt vor allem daran, dass es hier eben Propagandadelikte gibt, Wortdelikte, die es bei den Linken kaum gibt. Und da ist schon mehrfach thematisiert worden, dass zum Beispiel jedes Hakenkreuz, wenn ich 50 Hakenkreuzschmierereien habe, dann sind das 50 rechtsextreme Straftaten, wo man gar nicht weiß, wer das geschmiert hat. Es gibt Fälle, dass das Linke geschmiert haben, um Rechtsextremismus vorzutäuschen. Und es gibt auch Fälle, dass das zum Beispiel von Islamisten geschmiert wurde. Aber im Zweifelsfall wird das alles in eine Richtung geschrieben. Und er wird auch dann von der Sprache her etwas getrickst. Hören Sie sich das an. Was ich seit Beginn meiner Amtszeit immer wieder sage, dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung für die Sicherheit in unserem Lande ist. Denn aus diesem Spektrum werden die meisten rassistischen Straftaten begangen. Ja, die überwiegende Mehrzahl der rassistischen Delikte kommt von Rechtsextremisten. Ja, das ist sehr, sehr klar. Wir haben ja zum Beispiel kein Verbot von linksextremer Symbolik oder kaum. Zum Beispiel Hammer und Sichel oder Lenin und Stalin sind nicht verboten. Wenn es das gäbe, dann könnte man sicher auch sagen, dass der überwiegende Teil der Straftaten mit Verwendung linksextremer Symbolik von Linksextremen kommt. Wieder, es geht überhaupt nicht darum, das zu verharmlosen, zu relativieren, und Rechtsextremismus ist ein Problem, ist ein großes Problem, aber, und ich wiederhole mich jetzt nicht wieder, er wird hier ständig für den politischen Kampf missbraucht, und man muss nur mal die Namen der Gesetzesvorgaben ansehen. Man muss nur mal schauen, wie sich die ganzen Komitees nennen, wofür man Milliarden ausgibt. Das wird immer mit Kampf gegen rechts begründet. Und dann haben wir einen Anstieg von politisch motivierten Gewaltkriminalitätsfällen bei Linksextremen, der 3,5-mal so hoch ist wie bei den Rechtsextremen. Wir haben über 1.500 linksextreme Gewaltkriminalitätsfälle gegenüber von, ich glaube, 1.090 sind es Rechtsextremen. Das ist auch viel zu viel, aber dann so zu tun, als sei nur der Links-Rechtsextremismus eine Gefahr, das halte ich für absolut hanebüchen. So, ich mache es heute kurz. Sollte es noch irgendetwas Wichtiges geben von der Seehofer Pressekonferenz, was ich hier nicht erwähnt habe, dann schneide ich es jetzt kurz rein. Die klare Feststellung, die politische Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland, die politisch motivierte Kriminalität nimmt deutlich zu. Beunruhigend auch, weil die politische Gewaltkriminalität deutlich zunimmt. Es gibt klare Verrohungstendenzen in unserem Lande. Es ist deshalb wichtig und richtig, dass sich die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern, insbesondere auch diesen neuen Protestgruppen, zuwenden und sie sehr genau in den Blick nehmen,
Wir haben ja vor kurzem entschieden, dass solche Gruppen dort, wo Gewalt stattfindet und Handlungen gegen unsere freiheitliche Grundordnung, auch die Personen beobachtet werden. Es geht mir um das, was konkret hinter den Zahlen steht. Deswegen eine Frage an Herrn Münch. Immens zugenommen hat die Zahl der nicht zuzuordnenden Taten, über 100%, bei Gewalttaten fast 50%. Was steckt dahinter? Ist das vor allem Gegner von Corona-Maßnahmen oder sind da auch Reichsbürger dabei? Und dann dazu auch die Frage, wenn wir in keinem konkret benannten Deliktsbereich sind, ab wann ist das eigentlich eine politisch motivierte Kriminalität? Wie wird da die Entscheidung gefällt, dass es als politisch motiviert geführt wird? Ihre Vermutung, die kann ich bestätigen. Es hat sehr viel auch mit den polarisierten Auseinandersetzungen im letzten Jahr auch rund um das Thema Corona zu tun. Wir haben auf der einen Seite etwa 3.500 Straftaten, Corona-Straftaten, die wir unmittelbar auch jetzt Demonstrationsereignissen zuordnen können. Darüber hinaus aber auch eine Menge an weiteren Ereignissen, wo Protest eine Rolle spielt, aber nicht immer ganz klar die politische Motivation einem Lager zugeordnet werden kann. Und das hat sich im letzten Jahr nochmal verstetigt. Das heißt, parallel zu den Anstiegen sowohl im links- wie im rechtsextremistischen Spektrum haben wir sehr viele Anstiege in den Straftaten, die wir nicht eindeutig zuordnen können. Die Zahl oder die Art der Straftaten ist aber vergleichbar. Das war's für heute von der Bundespressekonferenz hier hinter mir. Sie sehen, die Emotionen kochen hier hoch im Moment. Nochmal bitte an alle meine Zuschauer, Abonnenten, bleiben Sie sachlich, keine Beleidigungen, keine Angriffe unter der Gürtellinie. Ich bin für jede Kritik zu haben, auch scharfe Kritik, auch pointierte Kritik, die darf zuspitzen, die darf auch polarisieren in meinen Augen, aber bitte keine Beleidigungen. Nichts, was in irgendeiner Weise auch nur mit Gewalt zu tun hat. Und da wirklich der große Aufruf, unterlassen Sie das. Und wenn Sie es sehen, dann teilen Sie es mit. Alles Gute, danke, ciao, Grüße aus der Bundespressekonferenz bzw. der Straße davor, dem Schiffbauer Damm. Ja, und fast hätte ich es vergessen, apropos Radikalität. Sie erinnern sich vielleicht, Hausdurchsuchung bei dem Richter in Weimar, Familienrichter, weil er die Maskenpflicht für unrechtmäßig erklärt hat. Jetzt Weimarer Verhältnisse in Bayern, da gibt es zumindest schon mal Vorermittlungen gegen eine Richterin aus Weilheim, weil die das Gleiche gemacht hat. Es heißt immer, Rechtsbeugung, Familienrichter hätten da gar nicht das Recht. Die Verteidiger sagen, das ist nicht so, weil Familienrichter auch Gefahren von Dritten abwenden können für Kinder. Und diese Gefahr von Dritten können sie durchaus nach richterlichem Ermessen auch in so etwas wie der Maskenpflicht sehen. In meinen Augen eine höchst bedenkliche Ermittlung, wenn Richter jetzt, wenn sie sich gegen Masken entscheiden, wenn es Familienrichter damit rechnen müssen, dass gegen sie ermittelt oder vorermittelt wird. Wenn das in Polen oder in Ungarn der Fall wäre, da würden wir schnell größte Kritik und Besorgnis hören. Wenn man hier darauf anspricht, dann ist man sehr schnell ein Verschwörungsmütiger. Und jetzt schaukelt die Kamera schon wieder. Drum machen wir heute Schluss. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Backstage heute ganz kurz. Sie sehen hier die Konstruktion. Hier oben hängt dann die Kamera. Hier hängt der Rettungsring und der schlägt dann immer wieder gegen die Kamera aufgrund des Windes hier. Das macht es nicht sehr einfach. Sie sehen hinten rechts den Berliner Hauptbahnhof. Und wenn ich jetzt hier umdrehe, haben wir das Bundeskanzleramt, den Sitz von Angela Merkel. Und das blaue Gebäude ist ein Kindergarten. Ich glaube, der vom Bundestag. Jetzt sehen Sie schon, wie der Ring hier schlägt. Und wenn der gegen die Kamera schlägt, ist das nicht so schön. Das Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages und dahinter die Reichstagskuppel. Ja, jetzt bevor es das Stativ noch wegschlägt oder mich, mache ich wirklich Schluss. Alles Gute, danke, ciao.